eine Zusatzfrage dem anfragenden Mitglied zu. Eine weitere Zusatzfrage kann auch von einem anderen Mitglied des Hauses gestellt werden. Fragen und Nachfragen werden von den Sitzplätzen ausgestellt. Und es beginnt die SPD-Fraktion mit Frau Kollegin Radziwill. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich grüße alle hier im Hause und alle die, die zuschauen. Und für meine Fraktion möchte ich folgende Frage an den Senat stellen. Wie bewertet der Senat die Fusionspläne von Deutsche Wohnen und Vonovia auf den Berliner Wohnungsmarkt? Es antwortet der Finanzsenator Dr. Kollatz. Bitte schön. Herr Präsident, Frau Abgeordnete, erstmal ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns klar machen, dass bei der Frage von Fusionen von Unternehmen, die beide im DAX sind, der Senat von Berlin im Regelfall weder gefragt wird, noch dort irgendeine Entscheidungskompetenz hat. Das ist auch hier. Und insofern ist es so, dass bei der Bewertung muss eben das Thema abgewogen werden, was bedeutet größere Marktmacht versus dem Thema, was kann auch durchaus an Verbesserungen für die Mieter erzielt werden. Und es ist, glaube ich, auch allen hier im Haus bekannt, dass es so war, dass eines der beiden Unternehmen, das kleinere, das jetzt von dem größeren übernommen wird, zum Beispiel in den vergangenen Jahren vielfach und eigentlich permanent gegen den Mietspiegel geklagt hat und das andere nicht. Also insofern gehe ich erstmal davon aus, dass es da zu einer positiven Entwicklung kommen kann. Aber das ist noch nicht garantiert. Es gibt eine positive Absichtserklärung. Und da muss man jetzt sehen, ob die auch Wirklichkeit wird. Diese positive Absichtserklärung beinhaltet, dass, und das gilt ja für jeden einzelnen Mietvertrag, dass es jetzt über 3 Jahre zu keiner höheren Mieterhöhung als 1% kommen kann. Hängt natürlich jetzt ein bisschen davon ab, wie sich die Inflation entwickelt. Aber man kann davon ausgehen, dass es damit auf jeden Fall sozusagen das Thema ungefähr Inflationsrate ja eingehalten wird. Und das Zweite ist, dass danach soll es für 2 Jahre lang Erhöhungen nicht höher als die Inflationsrate immer auf der einzelvertraglichen Ebene geben. Und da ist, glaube ich, eins auch schon wichtig. Wenn da gesagt wird, in der Vergangenheit waren die Erhöhungen in der Gesamtheit auch ungefähr in dieser Größenordnung, das ist jetzt etwas anderes, sondern hier vertragliche Ebene, weil wenn es in der Gesamtheit auf ein Unternehmen so ist, kann es natürlich auf der einzelvertraglichen Ebene durchaus 10-prozentige Erhöhungen geben. Das ist ein großer Unterschied. Und insofern, ohne jetzt den Diskussionen vom Senat, die es dazu geben wird, vorzugreifen, halte ich das für Berlin für gut. Vielen Dank, Frau Radziwill. Wünschen Sie eine Nachfrage zu stellen? Dann bekommen Sie das Wort. Ja, Herr Präsident, wünsche ich gerne. Vielen Dank für die Antwort. Ich möchte noch mal eine Nachfrage mit einem Schwerpunkt Rechte setzen und nachfragen, wie der Senat sicherstellt, dass die, was bei dieser Fusion die Mieterinnenrechte auch an vorderster Stelle stehen. Denn rund 113.000, glaube ich, Wohnungen hat Vonovia hier und 43.000, Entschuldigung, andersrum, rund 113.000 hat Deutsche Wohnen an Wohneinheiten und 43.000, glaube ich, Vonovia. Und das ist doch schon eine ganz große Größenordnung und wollte das noch mal nachfragen. Herr Senator. Gerne. Abgeordnete, also erstmal ist es so, dass wenn das sich alles so umsetzt, und daran arbeiten wir ja und arbeiten wir auch intensiv, weil ein Teil dessen, was ja jetzt stattfindet an Fusionen, war ja auch der Vorschlag dem Land Berlin, über 20.000 Wohnungen anzubieten. Das heißt also, in der Situation würde dann, wenn es so kommt, würde der vereinigte Gesamtbestand zwischen 130.000 und 140.000 Wohnungen liegen, also etwas kleiner, wie Sie genannt haben, und würde, wenn Sie das ins Verhältnis zu setzen zu dem, was wir als städtische Wohnungsbestand haben und dann haben, würde ungefähr 1/3 der städtischen Bestände ausmachen. Insofern ist von großer Bedeutung, und das entscheiden die Unternehmen natürlich selbstständig. Ich habe aber in den Vorgesprächen sehr wohl danach gefragt. Es ist so, der Mietenspiegel in Berlin ist von den wohnungspolitischen Verbänden in der Vergangenheit sehr gemischt behandelt worden. Der Verband, der ihn kontinuierlich unterschrieben hat, ist der BBU. Und es ist so, dass die Auskunft, die wir zumindest erhalten haben von der neuen Vonovia, dass sie im BBU bleiben will, auch weiter den Mietspiegel stützen und dazu führen, wenn der Mietspiegel das Maß der Dinge ist,
dass das für die Mieter eine deutlich bessere Situation bedeutet als früher. Die zweite Nachfrage geht dann an den Abgeordneten Buchholz von der SPD-Fraktion. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Senator, da ja das Ankaufsportfolio noch nicht endgültig feststeht, unterstützen Sie die Idee, dass der Senat den Unternehmen anbietet, sämtliche ehemaligen Seniorenwohnhäuser zurückzukaufen, zu gewährleisten vor dem Hintergrund, dass viele dieser Seniorenwohnhäuser in einem erbärmlichen Zustand sind und diesen Namen eigentlich nicht mehr verdienen? Herr Senator, bitteschön. Herr Präsident, Herr Abgeordneter, danke schön für diese Anregung. Jetzt etwas geschäftsordnungsleitend, was sozusagen diese Möglichkeiten anbetrifft, vortragen. Die Ausgangssituation ist aber eine andere, sondern es ist so, dass die Wohnungsunternehmen uns anbieten, gut 20.000 Häuser und Wohnungen. Und das ist auch so, wie es in der Vergangenheit, in den letzten Jahren waren. Wir entscheiden dann, ob wir Portfolien übernehmen oder ob wir sie nicht übernehmen. In der Vergangenheit haben wir uns mehrheitlich dazu entschlossen, sie zu übernehmen. Wir haben insgesamt, das ist eine stolze Zahl, 20.000 Wohnungen in Berlin erworben und damit auch langfristig gesichert für das Thema Preiswerten und preiswerte Bestände. Aber auch da ist es so, dass wir zwar sagen können, wir wollen dieses und jenes gerne haben, aber wir können nur das erwerben, das angeboten wird. Und insofern ist es so, das bleibt jetzt sozusagen zu analysieren. Kann ich Sie nun wirklich beruhigen? Deswegen machen wir eine Due Diligence und deswegen haben wir das auch von Anfang an gesagt, dass wir eine Due Diligence machen. Leute, macht doch das Thema nicht schlecht. Es ist gut, wenn der Stadt Berlin und dem Land Berlin über 20.000 Wohnungen angeboten werden. Und wenn man zum Beispiel reinschaut in das, was unter ganz anderem Gesichtspunkt wenige Tage kam, gab es mal im Tagesspiegel eine Seite 3, die hieß 10 Strategien gegen hohe Mieten in den Großstädten Europas. Und was wird dort als erste Strategie, die alle wichtigen Städte verfolgen, angesprochen? Häuser kaufen und günstig vermieten. Das ist der Punkt 1. Und genau dazu haben wir jetzt hier die Möglichkeit. Und deswegen werbe ich dafür, diese Möglichkeit zu prüfen, einer sorgfältigen Due Diligence zu unterziehen. Und wenn es zu einem positiven zu setzen. Danke. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur CDU-Fraktion und Herr Abgeordneter Lenz hat das Wort. Bitte schön, Herr Kollege. Ja, vielen Dank. Die Sommerferien stehen vor der Tür, Urlaub ist wieder möglich und Passangelegenheiten sind in dieser Zeit natürlich von ganz besonderer Bedeutung. Dennoch ist es praktisch nicht möglich, beim Bürgeramt ein Ich habe das eben noch mal nachgeguckt. Ich frage den Senat, wann können die Berliner damit rechnen, dass dieser Missstand endlich behoben wird? Für den Senat antwortet Herr Senator Geisel. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Abgeordneter Lenz. Ja, die Situation in den Berliner Bürgerämtern ist unbefriedigend. Ihnen die aktuellen Gründe in Erinnerung rufen. Wir haben gegenwärtig eine pandemische Situation, haben festgelegt, dass bis vergangene Woche etwa nur 20% der Beschäftigten des Landes Berlin in Präsenzbetrieb arbeiten sollen. Wir haben jetzt am vergangenen Dienstag entschieden, dass wir das auf 50% anheben. In den Bürgerämtern haben wir eine veränderte Situation. Das sind etwa 60% der Mitarbeitenden in Präsenzbetrieb Corona-bedingt Abstandsregeln festgelegt haben und dass die Situation in den Berliner Bürgerämtern, die bauliche Situation, bei Einhaltung dieser Abstandsregeln nicht zulässt, dass die volle Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch Kunden die Bürgerämter betreten. Und diese Situation haben wir seit über einem Jahr. Und seit über einem Jahr
arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bürgerämtern aber außerordentlich intensiv. Ich will Ihnen das sagen, wir haben etwa 400 Beschäftigte jetzt im Front Office. Bürgeramt im Frontoffice bearbeitet etwa 18 Kundentermine pro Tag, 18 pro Tag. Das sind über 5.000 Termine am Tag. Das macht im Monat 113.000 Kundentermine in den Berliner Bürgerämtern. Also die Nachricht, die Bürgerämter würden nicht arbeiten, ist schlicht falsch. 113.000 Termine pro Monat. Dass seit über einem Jahr Pandemie und den entsprechenden Einschränkungen sich jetzt etwa zwischen 200 und 250.000 Termine, die nicht erledigt wurden, angehäuft haben. Das sind etwa also 2 Monate Arbeit, die sich inzwischen angehäuft haben. Und deshalb haben wir eine schwierige Situation. Da gibt es noch weitere Maßnahmen, die wir selbstverständlich ergriffen haben. Ich erinnere daran, dass ich entschieden habe, dass durchgehalten. Der Effekt, den wir uns damit versprochen haben, ist aber nicht eingetreten, weil nicht alle Anträge vollständig oder viele Anträge nicht vollständig übersandt wurden und dadurch Doppelarbeit entstand. Wir haben mehr Personal in Berliner Bürgerämtern eingestellt. Das Ziel, das wir damit als Senat verfolgt haben, dass die Zahl der Termine gesteigert wird, ist in den Bezirken nicht vollständig umgesetzt worden. Dort ist die Personalverstärkung oftmals auch dafür genutzt worden, Sie machen das jetzt als Vorwurf. Ich habe auch gelesen, dass der Fraktionsvorsitzende der CDU hier von Führungsversagen spricht. Ich denke, Sie meinen dann bestimmt auch Ihre Bezirksbürgermeister und Ihre Stadträte, die in Ihren Bezirken auch dafür zuständig sind. Das ist ja nicht bloß eine eindeutige oder einseitige Schuldzuweisung an den Senat. Dann würde ich Ihnen einfach mal raten, mit den Bezirksbürgermeistern und den Bezirksstadträten der CDU, die großer Intensität arbeiten. Wenn Sie mich jetzt fragen, wann ist die Situation vorbei, dann sage ich Ihnen, wann ist die Pandemie vorbei? Die Frage würde ich zurückgeben. Solange die Frage nicht geregelt ist und wir nicht zu normalen Arbeitsbedingungen zurückkehren, haben wir ein Problem. Was übrigens nicht nur ein Berliner Problem ist. Schauen Sie sich in Hamburg um, schauen Sie sich in Bayern um. Da haben wir ähnliche Situationen in den Bürgerämtern. Wann ist diese Situation? Beschäftigte jetzt in den Bezirken, in den Bürgerämtern eingestellt. Und wir sind gerade dabei, so der Hauptausschuss zustimmt, zum 1. August diesen Jahres ein weiteres zentrales Bürgeramt in der Klosterstraße 71 einzurichten, um dort die Kerndienstleistungen abzuarbeiten. Ja, die Situation ist schwierig, aber ich muss einfach um Verständnis bitten und dann schlicht zu sagen, wir Situation und ehrlich gesagt ignoriert das auch die Arbeitsleistung der Beschäftigten in den Bürgerämtern. Das finde ich nicht in Ordnung. Herr Kollege Lenz, Sie möchten eine Nachfrage stellen? Dann bekommen Sie das Wort. Bitte schön. Ja, sehr gerne. Also ich glaube, niemand sagt, dass die Mitarbeiter vor Ort nicht motiviert sind und auch niemand sagt, dass die Lage nicht schwierig ist. Und jetzt frage ich Sie konkret, Herr Senator Geisel, ich meine das durchaus konstruktiv, aber stimmen Sie mir zu, als zuständiger Senator, dass Melde- und Passangelegenheiten zu den zentralen staatlichen Verwaltungsaufgaben gehören? Und wenn ja, warum setzen Sie hier keine Priorität oder um etwas nicht mehr erträglich. Das ist ständiger Tagesordnungspunkt unserer Beratung mit den Bezirken. Ich darf Sie, Herr Lenz, daran erinnern, wie die Aufgabenzuständigkeit in Berlin ist. Die Zuständigkeit für die Ordnungsämter und für die Bezirksämter, Entschuldigung, für die Bürgerämter liegt bei den einzelnen Bezirksämtern. Das wissen Sie. Und wenn Sie das verändern wollten, also wenn Sie sagen, wir sollen das zentral führen, dann müssten Sie die Verfassung von Berlin ändern. Dann brauchen Sie eine Zweidrittelmehrheit im Abgeordnetenhaus. Diese Möglichkeit haben wir nicht seit 1920 nicht. So, wir können darüber diskutieren, ob wir in der nächsten Legislaturperiode meinetwegen einen Verfassungskonvent einberufen, um über die Organisationsform zu reden. Das kann man machen.
Aber solange die Organisationsform und die Verantwortung so geregelt ist, wie sie gegenwärtig geregelt ist, liegt die Verantwortung in den Bezirksämtern. Und ich habe schon gesagt, reden Sie einfach mal mit dem Bezirksbürgermeister von Reinickendorf. Reden Sie einfach mal mit der Bezirksbürgermeisterin von Steglitz-Zehlendorf. Die gehören Ihrer Partei an. Die werden Sie aufklären, wo die Probleme in den Bürgerämtern liegen. Dass das nicht Schwerpunkt unserer Arbeit ist, das ist einfach falsch. Ja, wir haben eine schwierige Situation. Wir haben insgesamt eine schwierige Situation. Aber das, was wir tun können, um die Situation zu verbessern, das tun wir. Und das macht nicht nur Berlin. Ich sage es mal, was betrifft eine Situation, die wir im Moment in allen Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland haben, weil die Abstandsregeln in allen Bundesländern gelten. Die zweite Nachfrage darf dann jetzt Herr Zehlen von der CDU-Fraktion stellen. Bitte schön. Die Lösung scheint ja vielleicht auch manchmal in Kleinigkeiten zu liegen, Herr Senator. Warum halten Sie es denn für zeitgemäß, dass man beispielsweise für die Abholung des Ausweises erneut einen zweiten Termin braucht, in dem man die kostbare Zeit der wenigen Mitarbeiter zur Verfügung stehen, sozusagen nutzen muss? Oder halten Sie dort vielleicht auch Möglichkeiten noch offen, Dinge etwas zu verschlanken und dadurch auch mehr abfertigen zu können? Herr Senator Geisel, bitteschön. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Abgeordneter Zehlen, ich stimme Ihnen ausdrücklich zu. Das wäre eine Erleichterung. Wäre super, wenn das Bundesinnenministerium die entsprechende Regelung einführen würde, dass die Autorisierung digital möglich ist oder schriftlich per Brief möglich ist. Solange das die Bundesregierung verantwortlich der Bundesinnenminister nicht geregelt hat, müssen wir so verfahren, wie die Bundesgesetzgebung uns das vorschreibt. Jetzt kommen wir zur Fraktion Die Linke und Frau Gottwald hat das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage den Senat, wie sieht genau die derzeitige Mietenregelung für die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften aus und wie begründet sie die sich? Danke. Herr Senator Scheel, bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrte Frau Abgeordnete. Der Senat hat in seiner letzten Sitzung eine abschließende Regelung zu der Frage Umgang mit den mietenschützenden Regelungen aus dem Mietenwock für die landeseigenen Gesellschaften verabredet. Dort haben wir miteinander festgelegt, dass wir die Mietentwicklung in den Beständen auf 1% deckeln und für die nächsten Jahre und dass bei der Neuvermietung die ortsübliche Vergleichsmiete um 10% unterschritten werden muss. Das ist aus meiner Sicht ein großer Erfolg und eine sehr gute Botschaft für die Mieterinnen und Mieter der landeseigenen Gesellschaften, aber auch darüber hinaus, weil damit die mietdämpfende Wirkung auch der landeseigenen Bestände noch mal zur Wirkung kommen kann und die Mietentwicklung sich insofern, also andersrum, sich Mieterinnen und Mieter über stabile Mieten in den nächsten Jahren insofern auch freuen können. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen für Berlin und ein starkes Signal aus dem Senat. Frau Kollegin Gottwald, wünschen Sie eine Nachfrage zu stellen? Dann bekommen Sie das Wort. Vielen Dank, Herr Scheel. Wird denn diese Regelung, die Sie gerade vorgestellt haben und die ich auch sehr begrüße, auch für geplante größere Wohnungsankäufe gelten? Oder wird sich da ein Zweiklassensystem entwickeln? Danke. Herr Senator. Also das Ziel des Senates, wenn wir Prüfungen auch von Ankaufsvorhaben machen, auch größeren Ankaufsvorhaben, ist es natürlich sozial gerechte Mieten auch zu realisieren. Das heißt, die Kaufpreise insofern mit Opportunitäten Kaufpreise zu zahlen, die dann auch sozial gerechte Vermietung auch ermöglichen und dementsprechend auch die Anwendung der Kooperationsvereinbarung für alle Mieter, auch den neuen Beständen natürlich auch die Grundvoraussetzung dafür ist. Dankeschön. Die zweite Nachfrage geht dann an Frau Abgeordnete Schmiedberger von den Grünen. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne wissen, Herr Scheel, es gab ja jetzt Presseberichte bzw. auch von einigen Immobilienlobbyisten und anderen angeblichen Experten, dass in Zukunft die Mieten der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften durch diese Regelung nicht mehr in den Mietspiegel mit einfließen werden. Könnten Sie uns bitte noch mal erklären und vor allem auch hier der Opposition, inwiefern dies nicht zutrifft und Sie sich keine Sorgen machen müssen? Herr Senator. Ja, Herr Senator. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, ich habe auch mit Interesse und Verwunderung diverse Berichterstattungen zur Kenntnis genommen.
die darauf abzielen, dass die Vereinbarungen, die wir mit den landeseigenen Gesellschaften abschließen wollen, dazu führen könnten, dass sie nicht mehr mietspiegelrelevant sind. Das ist Unsinn. Denn das BGB ist sehr deutlich in der Frage, gesetzlich vereinbarte Mieten oder die eben auf Grundlage von Förderbeziehungen bestehen, die können nicht in den Mietspiegel eingehen, alle anderen Mieten schon. Und wie Eigentümer oder auch Genossenschaften haben ja Mietenkonzepte entwickeln und dementsprechend im Markt eingehen, ist sozusagen natürlich auch ein Marktgeschehen und wird dann dementsprechend auch in den Mietspiegel mit eingerechnet. Insofern sind das sogenannte Fake News. Dann kommen wir jetzt zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und Herr Moritz hat das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage den Senat, welche Strategie verfolgte die Polizei Berlin am 27. Mai 2021 mit ihren Tweets, in denen René, der dargestellte Polizeibeamte, Verständnis für Gemüsehändler und Monteure hat, die ihre Fahrzeuge auf dem Gehweg geparkt haben und zusätzlich im Bildhintergrund einen LKW in der zweiten Spur parkt. Herr Senator Geisel. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Moritz, das Social Media Team der Polizei hat bei dieser Aktion dargestellt, wie ein Kontaktbereichsbeamter. Wir haben ja Kontaktbereichsbeamte neu in die Außenbereiche Berlins gebracht, wie ein Kontaktbereichsbeamter bürgernah arbeitet. Das Ziel war, die Strategie war, transparent darzustellen, was ein Kontaktbereichsbeamter tut und wie er mit Menschen spricht, die ganz offensichtlich Regeln verletzen. Der Monteur hatte falsch geparkt und ist von dem Kontaktbereichsbeamten darauf hingewiesen worden und persönlich ermahnt worden. Er war auch einsichtig und ist sofort weggefahren. Der dahinterstehende Gemüsehändler hatte eine dauerhafte Genehmigung, Ausnahmegenehmigung des Bezirksamtes Spandau und stand deshalb nicht unrechtmäßig auf dem Gehweg. Wenn Sie mich fragen, ob ich den Tweet für gelungen halte, will ich Ihnen antworten, dass die Polizei selber eingeschätzt hat, dass Tweets zwar geeignet sind, schnell Nachrichten zu transportieren, dass man die Komplexität einer Situation in 280 Zeichen aber manchmal nicht darstellen kann. Und deshalb sage ich, in der verkürzten Fassung finde ich diesen Tweet nicht gelungen. Ja, sieht die Polizei inzwischen auch so. Aber die Schlussfolgerung, die jetzt auf Social Media, auf den verschiedenen Kanälen gezogen wird, die Polizei würde nicht handeln, die ist einfach falsch. Der Tweet zeigt nämlich, dass der Kontaktbereichsbeamte gehandelt hat und dass der Kontaktbereichsbeamte gegen das Falschparken vorgegangen ist. Herr Moritz, Sie wünschen eine Nachfrage zu stellen. Ja. Dann bekommen Sie das Wort. Bitte schön. Ja, Herr Senator, allerdings muss man ja auch feststellen, dass nur wenige Stunden nach der Sendung dieses Tweets der Polizei Berlin es im Zusammenhang mit einem falsch geparkten Fahrzeug in der Frankfurter Allee zu einem tödlichen Unfall kam. Sie haben jetzt schon angedeutet, dass der Tweet oder die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei nicht ganz gelungen ist. Können Sie sich denn auch vorstellen, dass die Polizei Berlin endlich mal eine Kampagne gegen das stadtweite Problem der verkehrsgefährdenden Falschparker starten wird? Herr Senator Geisel. Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Moritz, wie soll ich sagen? Wir machen das regelmäßig. Und regelmäßig wird öffentlich in den Medien darüber berichtet. Solche Kampagnen gibt es dreimal im Jahr, jeweils eine Woche lang, gemeinsam mit den Ordnungsämtern, gemeinsam mit der BVG, genau um dazu auf diese Missstände aufmerksam zu machen und aufzufordern, dass nicht falsch geparkt wird, dass insbesondere das Beparken von Radwegen nicht in Ordnung ist. Und dass dieser Senat, diese Koalition das Ziel verfolgt, das Mobilitätsgesetz umzusetzen, das funktioniert aber nur, wenn Radwege nicht beparkt werden. Das ist unstrittig. Und das tun wir. Und das tun wir auch 2021 wieder. Völlig klar. Ich mache nur auf ein Problem aufmerksam, ohne dass ich das relativieren will.
Ich sage es noch mal ganz deutlich, das Beparken von Fahrradstreifen ist falsch. Aber ich fahre sehr regelmäßig die Frankfurter Allee entlang. Immer wenn ich morgens zur Arbeit fahre, abends zurück, komme ich die Frankfurter Allee, also meistens komme ich die Frankfurter Allee entlang. Dort haben wir eine schwierige Situation, weil wir Zielkonflikte haben. Das ist eine Straße mit Einzelhandelsgeschäften. Und wenn Sie sich fragen, wie werden diese Einzelhandelsgeschäfte eigentlich beliefert, dann kann man sagen, gut, da sind Parkstreifen eingerichtet worden, um eine Belieferung möglich zu machen. Nicht vor jedem Geschäft, sondern mit entsprechenden Abständen. In der Realität ist das aber beparkt. In der Realität ist es beparkt, weil dort Menschen wohnen. Und weil wir in Berlin die Situation haben, dass auch innerhalb des S-Bahn-Rings im Unterschied zu anderen großen Metropolen Menschen wohnen. Und die Menschen müssen zu ihren Häusern kommen, die Menschen müssen ihre Art der Mobilität auch entsprechend gewährleisten können. Und deshalb ist das theoretische Wissen, wir beliefern die Einzelhandelsgeschäfte in der Frankfurter Allee über die Ladezonen das eine. In der Realität findet es bloß nicht statt. Und deswegen sage ich Ihnen, wenn ich die Frankfurter Allee langfahre, sehe ich nahezu täglich die Situation, dass LKWs in der zweiten Reihe parken, was nicht in Ordnung ist, was illegal ist. Ja. Und was geahndet werden muss. Ja. Aber ich frage zurück, wie sollen dann die Einzelhandelsgeschäfte beliefert werden? Oder wie gehen wir eigentlich mit der Parksituation der Anwohner um? Und wir hatten in der Frankfurter Allee die Situation, dass wir einen gesicherten Radfahrstreifen auf dem Gehweg hatten. Der war baulich getrennt von der Fahrbahn. Jetzt haben wir einen Pop-up-Radweg eingeführt. Und der ist besser, der ist schneller, ist alles unstrittig. Aber er ist eben vom fließenden Verkehr nur noch durch eine Farbmarkierung getrennt. An einigen Stellen sind Poller errichtet worden. Und jetzt bei diesem konkreten Unfall, den Sie angesprochen haben, laufen gerade die Ermittlungen, um festzustellen, wie können wir diese Situation direkt am U-Bahnhof Samariterstraße baulich besser, baulich sicherer gestalten. Aber diese Zielkonflikte, die wir dort haben, die lösen wir eben nicht allein über Verbote. Die lösen wir nicht allein über repressive Kontrollen, sondern wir müssen die Menschen überzeugen. Und darauf will ich aufmerksam machen, dass Verbote und Kontrollen richtig und wichtig sind. Die Straßenverkehrsordnung muss durchgesetzt werden. Aber wenn wir wollen, dass die Menschen eine andere Mobilität leben, dann müssen wir Angebote machen. Dann reichen Verbote nicht. Dann braucht es Angebote. Wir müssen die Menschen überzeugen. So, Aufgabe der Polizei ist es, repressiv vorzugehen. Das ist unstrittig und das tun wir an der Stelle. Die zweite Nachfrage geht dann an Herrn Kollegen Lux von den Grünen. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Herr Innensenator. Also erstens, wer in der Ladeverbotszone parkt, ja, der gehört da abgeschleppt, damit die Einzelhändler beliefert werden können. Das sollten Sie hier nicht unter den Teppich kehren oder auch kein falsches Verständnis für haben. Zu meiner Frage, stimmen Sie mir denn zu, dass um in Zukunft solche ungeschickte Kommunikation der Polizeipressestelle zu vermeiden, es angezeigt wäre, dass in allen Dienststellen der Berliner Polizei und nicht nur in einer zentralen Funktion die Beschäftigten auch mal mit dem Fahrrad unterwegs sind. Also ich spreche von Fahrradstreifen in allen Direktionen und Abschnitten, gerne auch mal bei der Pressestelle der Berliner Polizei oder im Stabsdienst, damit die Perspektive für schwächere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Fußgänger, Kinder, alte Leute, Radfahrerinnen, dass die auch in das alltägliche Leben der Berliner Polizei einkehrt, damit wir eben nicht nur auf Repression setzen müssen. Herr Senator Geisel. Also, Herr Lux, ich stimme Ihnen zu, dahingehend zu, dass wir deutlich machen müssen, dass wir eine Veränderung in der Nutzung der Mobilität bekommen müssen und dass es nicht geht, falsch zu parken. Ja. Aber ich sage Ihnen, das Problem liegt nicht in einem ungeschickten Tweet. Das Problem liegt in den Zielkonflikten, die ich gerade geschildert habe. Das Problem liegt darin, dass wir mit dem Mobilitätsgesetz in sehr kurzer Zeit die Voraussetzungen für die Mobilität in der Stadt verändern wollen. Und dass wir in dieser kurzen Zeit nicht, sagen wir mal, mit Angeboten arbeiten, nicht ausreichend mit Angeboten arbeiten, sondern verstärkt Verbote durchsetzen, überzeugt nicht alle Menschen. Und das ist das Problem. Der ungeschickte Tweet, den die Polizei inzwischen selber einsieht, ist nicht in Ordnung. Das verteidige ich auch nicht. Und Sie haben hier mir gesagt, ich soll hier kein falsches Verständnis wecken. Das habe ich ganz ausdrücklich nicht gesagt. Wenn Sie das Protokoll lesen, dann habe ich ganz deutlich darauf hingewiesen, dass ich kein falsches Verständnis zeigen will.
Aber dass wir einen Zielkonflikt in der Stadt haben, dass die Fläche nicht ausreicht für die verschiedenen Mobilitätsarten und dass wir es schaffen müssen, Menschen dazu zu bringen, stärker auf den öffentlichen Personennahverkehr zu setzen und auf das eigene Auto zu verzichten, das ist die politische Aufgabe, vor der wir stehen. Dafür braucht es aber Angebote im öffentlichen Personennahverkehr und nicht allein Verbote. So, dann kommen wir jetzt zur AfD-Fraktion und der Abgeordnete Mohr hat das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Welche Erkenntnisse hat der Senat über das Ausmaß in betrügerischer Absicht zu Unrecht abgerechneter Corona-Schnelltests? Frau Senatorin Kalajdzic, bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Abgeordneter Mohr, meine Damen und Herren. Ja, Berlin hat ja in der ganzen Pandemiebewältigungsstrategie auf das Testen gesetzt. Das war gerade der Koalition wichtig, dass wir mit dem Baustein Testen auch die Pandemie bewältigen. Deswegen war es wichtig und richtig, zügig Teststellen auch in Berlin einzurichten und für die Berlinerinnen und Berliner wohnortnah und sehr breit ein Testangebot zu machen. Das ist tatsächlich gelungen in kurzer Zeit. Wir haben heute 1600 Teststellen und Test-to-go-Stationen. Wir haben für die Berlinerinnen und Berliner ein Angebot von über 5,2 Millionen Testmöglichkeiten pro Woche. Und ich will das auch, bevor ich Ihre Frage beantworte, noch mal unterstreichen. Ich bin mir sicher, dass die über 6,9 Millionen Testungen, die wir so in der Stadt generiert haben, mit knapp 45.000 positive Fälle, die wir rausgefischt haben, ganz sicher mit diesem flächendeckenden Testen auch einen Beitrag geleistet haben, dass wir den einen oder anderen, der positiv ist, rausgefischt haben, aber auch Bewusstsein geschafft haben, dass einfach das Treffen mit anderen Menschen nahe kommen, ohne sich zu schützen, problematisch ist, dass das Testen quasi auf die Straße kommt, dass das Testen in den Alltag der Berliner und Berliner integriert wird. Das ist gelungen mit der Testverordnung des Bundes. Und selbstverständlich nach so einer starken Wachstumsphase, was wir hier gesehen haben, sind wir jetzt in der Phase der Konsolidierung, aber auch der Bereinigung, dass wir genauer schauen, bringen denn die Teststellen, die im Rahmen der Zertifizierung auch ihre Angaben gemacht haben. Es wurde ja überprüft, die Qualifizierung des Personals, Hygienekonzepte, aber eben auch, dass eine Selbstverpflichtung vorliegt, dass die Richtlinien beachtet werden, dass das auch tatsächlich in der Praxis umgesetzt wird. Ich will auch an dieser Stelle erwähnen, weil Sie das Thema Abrechnung angesprochen haben, dass das Land Berlin nach der Testverordnung genau diese Zertifizierung durchführt. Das heißt, sagt, da kann eine Teststelle betrieben werden. Die Testverordnung des Bundes regelt aber ein zweites Verfahren. Das ist dann die Registrierung bei der KV, um abgerechnet zu werden. Das ist ein Extraverfahren. Und die Abrechnung erfolgt dann über kassenärztlichen Vereinigung. Wir haben jetzt tatsächlich in intensiven Austausch mit allen Beteiligten ja auch Kontrollen durchgeführt. Was macht meine Verwaltung, mein Krisenstab? Wir haben ein Beschwerdemanagement. Wir haben zurzeit auf unserer Liste 89 Fälle identifiziert. Da sind auch ganz viele kleine Klagen mit drin. Also Telefonnummer stimmt nicht, Öffnungszeiten und dergleichen. Das bereinigen wir sofort. Aber da sind eben auch schwerwiegende Fälle dabei, was eben darauf hinweist, dass die Qualität nicht stimmt, dass eben sozusagen vor Ort die Regeln, die angegeben worden sind, nicht eingehalten werden. Deswegen arbeitet meine Verwaltung sehr eng zusammen mit den Gesundheitsämtern, mit den Ordnungsämtern, mit der Polizei gemeinsam. Wir haben Teams, die rausgehen. Wir haben die Heimaufsicht, die jetzt weniger zu tun hat, weil wir in den Pflegeheimen nicht mehr die Ausbrüche haben. Sozusagen umfunktionalisiert, Teams, die dann, wenn es Anzeichen gibt, dass wir dann rausgehen und uns das anschauen. Also Mitarbeiter von mir machen Probetests, stellen fest beispielsweise, dass eben das, was auf dem Beipackzettel steht als Anweisung und was vor Ort dann an Verfahren war, nicht übereinstimmt. Und dann wird sofort gehandelt. Es wird die Zertifizierung dann auch wieder zurückgenommen. Wir haben eine Mailadresse, da kann man sich hinwenden. Und ich muss auch sagen, ich bin wirklich sehr dankbar, wenn wir Hinweise bekommen von Ihnen, von Bürgern, Bürger, aber auch von den Medien. Also wenn wir in der Zeitung lesen, da wurde das und das entdeckt, dann ist es für uns gleich Anlass, hier auch sozusagen das zu kontrollieren. Also in allen Branchen
Ich glaube, das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. Gibt es immer Schafe in allen Wirtschaftsbereichen. Leider, leider ist es auch bei den Teststellen so. Und unsere Aufgabe ist es, diese Teststellen jetzt auch zu identifizieren und sie sozusagen auch das Handwerk zu legen. Will aber abschließend auf zwei Punkte noch eingehen. Wir sind im sehr engen Austausch auch mit der KV und natürlich auch mit der Bundesebene. Ich kann Ihnen sagen, worin das Problem liegt, dass bei den Abrechnungen eben keine Plausibilitätsprüfungen gemacht werden. Das ist eine Regelungslücke in der Testverordnung. Bund hat mit KBV ein Formular erarbeitet für die Abrechnung. Damit arbeitet zum Beispiel auch die Berliner KV. Dort ist eben keine Plausibilitätsprüfung vorgesehen. Das heißt, ich kann hier jetzt auch nicht sagen, die KV Berlin macht keinen guten Job, sondern es ist einfach nicht vorgesehen. Und das ist eine Regelungslücke und deswegen fordere ich Spahn auf, diese Regelungslücke zu schließen, um dann auch sozusagen die KV ganz eindeutig zu beauftragen, nicht nur, dass abgerechnet wird, was da vorgelegt wird, sondern abgefragt wird, Sachkosten, Nachweis für die Sachkosten, für wie viel habt ihr diese Tests gekauft, Personalkosten mal abfragen und aber auch eine Steuer-ID-Nummer. Also all das ist jetzt in diesem Formular, was der KV für die Abrechnung vorliegt, nicht implementiert. Das heißt, diese Lücke hat tatsächlich auch dazu geführt, dass der ein oder andere gesagt hat, oh, da ist eine Lücke, dann nutze ich das mal und das muss dringend korrigiert werden. Und abschließend, wir haben ja gemerkt, dass dieser Missbrauch ja sehr vielschichtig ist. Also keine ordnungsgemäße Durchführung der Tests, Abrechnung von Tests, die nicht durchgeführt worden sind. Aber ich sage Ihnen mal, auch was mir missfallen hat, ist ein parteipolitischer Missbrauch dieser Testmöglichkeiten. Es kann nicht sein, dass Herr Heilmann seinen Werbebus zur Verfügung stellt, mit Steuergeldern finanzierte Testmöglichkeiten ermöglicht. Und ich sage Ihnen mal, warum ich das nicht in Ordnung finde. Und diese Apotheke hat keine Zertifizierung mehr. Denn das ist ein Bürgertesten. Bürgertesten heißt, dass die Teststelle auch politisch, religiös neutral sein muss. Wenn auf dem Bus Heilmann steht, dann ist diese Teststelle nicht neutral und nicht für alle Bürgerinnen und Bürger zugänglich. Und deswegen hat diese Apotheke diese Zertifizierung nicht mehr. Und ich hoffe, dass diese Pandemie wirklich auch bei vielen eine Sensibilität schafft. Wo ist die Grenze von parteipolitischem Interesse? Und wo ist das Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger? Ich glaube, in dieser Zeit tun wir allen Gefallen, diese Grenzen haarscharf auch einzuhalten. Dankeschön. Herr Mohr, Sie haben die Möglichkeit der Nachfrage. Bitte schön. Vielen Dank. In welchem Maße, weil Sie auch ein bisschen ausgewiesen sind, haben stadtbekannte kriminelle Clanfamilien denn in das organisierte, sind denn diese Familien in das organisierte Betrugsgeschäft nach Kenntnissen des Senats derzeit verwickelt? Frau Senatorin, bitte schön. Meine Damen und Herren, wir haben keine ethnisierte Sicht auf das Geschehen. Nach meiner Einschätzung können wir das weder Kulturen noch Nationalitäten zuteilen. Ich habe ja gerade einen Politiker genannt, der das parteipolitisch missbraucht hat. Das heißt, ich finde es nicht richtig, daraus versuchen, Kapital zu schlagen und dass es eine Zuschreibung gibt zu einer kulturellen Ebene. Ich habe die Probleme hier sehr differenziert dargestellt und ich finde, dass es nicht gerechtfertigt, hier daraus versuchen, ich sag mal, migrantenfeindliche Tendenzen auch abzulesen. Die zweite Nachfrage geht an den Abgeordneten Wiesner. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin, und herzlichen Dank, Frau Senatorin. Sie haben ja völlig zu Recht darauf hingewiesen, es geht nicht nur um vorsätzlichen Betrug, sondern es geht ja auch um das Vertrauen in effektive Pandemiebewältigung bzw. Infektionsschutz und in seriöse Anbieter, die es ja glücklicherweise auch gibt. Nicht ganz zu leugnen ist ja, dass es ein gewisses Ping-Pong gibt zwischen den verschiedenen politischen Ebenen. Und mich würde Folgendes interessieren. Die Presse berichtet, dass einige Bezirke genau so, wie Sie es ausgeführt haben, hier aktiv sind. Auch mit dem Resultat, dass solche Schnelltestcenter geschlossen werden, wenn hier Dinge beanstandet werden. Andere Bezirke kommunizieren, das ginge nicht, sondern dafür sei die Senatsverwaltung für Gesundheit und Pflege zuständig. Da würde mich schon interessieren, ob wir da nicht zu einer einheitlichen Linie im Land Berlin
kommen, wo effektive Kontrollen auch mit Sanktionen verbunden sind, welche Ebene das am Ende verantwortet ist für mich und ich glaube auch für viele Bürgerinnen und Bürger nachgeordnet. Danke. Frau Senatorin, bitteschön. Ja, ich habe jetzt eine Frage abgelesen, aber da war auch eine Botschaft drin, Herr Abgeordneter, ganz klar. Nein, es ist wirklich kein Ping-Pong-Spiel. Ich kann aus meiner Verwaltung sagen, mein Team arbeitet mit den Ordnungsämtern der Bezirke zusammen, mit den Gesundheitsämtern, auch mit dem Zoll, weil da muss auch natürlich gecheckt werden, ob Schwarzarbeit ist. Und wir haben die Polizei dabei. In dem Moment, wo wir einen Verdacht haben, dass ein Straftatbestand ist, dann wird der Fall der Polizei übermittelt. Wir arbeiten wirklich sehr eng zusammen. Wo ich Ihnen recht gebe, ist das Engagement der Bezirke sehr unterschiedlich. Ne? Also Neukölln sagt, das ist jetzt mein Thema, ich laufe jetzt raus und schaue mir das mal an. Andere warten sozusagen, aber wir warten ja nicht was die Bezirke machen, sondern wir handeln ja autark, dass wir sozusagen diese Beschwerdesystemmanagement haben bei uns, dass wir die abarbeiten, dass wir die Kontrollen machen. Ich habe ja berichtet, dass wir die Heimaufsicht jetzt umfunktionalisiert haben, Teams haben. Das heißt, aber ich muss sagen, mit den Bezirken zusammen konzertierte Aktion ist das, was wir uns vorstellen in der Tat, mit dem, was wir bringen können. Nach meiner Einschätzung wollen die anderen Bezirke auch ähnliche Kontrolltage machen. Schottenburg-Wilmersdorf sind wir in der Abstimmung. Also das ist wirklich kein Ping. Ich mag dieses Wort Ping-Pong nicht. Wir haben eben viele Verantwortliche. Und wenn der eine sagt, der andere hat auch Verantwortung, ist es kein Ping-Pong, sondern wir haben gemeinsam diese Verantwortung. Und wir arbeiten sehr, sehr eng mit allen Stellen wirklich zusammen, gut zusammen. Vielen Dank. Kommen wir zur nächsten Frage. Für die Fraktion der FDP hat das Wort Herr Abgeordneter Seerig. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Wann legt der Senat diesem Haus das Landesgleichberechtigungsgesetz vor, um endlich eine parlamentarische Beratung des Gesetzes zu ermöglichen? Frau Senatorin Breitenbach, Sie haben das Wort. Bitte schön. Lieber Herr Seerig, ich versuche die Frage erneut zu beantworten, weil es gibt ein Verfahren, was immer klar ist. Der Senat beschließt, dann geht es in den Rat der Bürgermeister, dann war es, dann geht es zurück zum Senat und dann wird es diesem Hause vorgelegt und dann entscheidet dieses Haus, wann es darüber beraten will. War die Frage so gut beantwortet? Also Sie fragen wochenweise. Ich weiß, deshalb verstehe ich nie, was Ihnen fehlt bei der Antwort. Herr Seerig, Sie haben die Möglichkeit der Nachfrage, bitte. Was mir helfen würde, wäre ein circa Termin, wann dieser Prozess mal abgeschlossen ist, weil der Prozess bewegt sich jetzt seit 4 Jahren innerhalb des Senats und des Rats der Bürgermeister. Das Gesetz soll bis zum Ende der Legislatur verabschiedet sein. Das heißt, 4 Jahre in der Regierung, 4 Monate inklusive Sommerpause für die parlamentarische Beratung. Und da wäre irgendwo eine zeitliche Einschätzung, ob wir das beispielsweise noch vor der Sommerpause hier ins Haus kriegen, schon hilfreich. Frau Senatorin, bitte schön. Es waren nicht 4 Jahre im Senat, lieber Herr Seerig, um das auch mal deutlich zu sagen, sondern wir hatten hierbei einen großen partizipativen Prozess mit allen Beteiligten. Sie haben da übrigens auch teilgenommen. Da muss man denn schon ein bisschen auch dabei bleiben, bei dem, was war. Das hat einfach seine Zeit in Anspruch genommen, weil all diese Fragen diskutiert werden sollten. Wir hatten einen inhaltlichen Prozess. Hier wurden auch konkrete Sachen vorgelegt, also konkrete Maßnahmen und nicht diese üblichen Sachen, die wir sonst hatten. Das wurde lange diskutiert. Bisher fanden Sie es auch inhaltlich richtig. So weit, so gut. Und jetzt kommen wir zu der Beratung. Ich gehe davon aus, dass es vor der Sommerpause noch ins Parlament kommt und dass es dann nach der Sommerpause beraten und beschlossen werden muss. Die zweite Nachfrage ging an Herrn Abgeordneten Kressel. Hat sich erledigt. Dann gibt es keine zweite Nachfrage. Dann ist die Fragestunde nach der Stärke der Fraktionen damit beendet und wir können die weiteren Meldungen im freien Zugriff berücksichtigen. Ich werde diese Runde mit einem Gongzeichen eröffnen. Schon mit dem Ertönen des Gongs haben Sie die Möglichkeit, sich durch Ihre Ruftaste anzumelden. Alle vorher eingegangenen Meldungen, Sie wissen das, werden nicht erfasst und bleiben unberücksichtigt.
ich gehe davon aus, dass jetzt alle ihre Chance genutzt haben und beende die Anmeldung. Und nun verlese ich die ersten Fragestellerinnen. Frau Demirbücken-Wegner, Herr Wesener, Frau Fuchs, Herr Daniel Buchholz, Frau Bangert, Frau Leschewitz, Frau Gottwald. Und dann schauen wir, wie viel wir noch schaffen. Beginnen wir mit Frau... Ich weiß zwar jetzt nicht, was zu Ihrer Erheiterung geführt hat, aber wir haben ja immerhin noch eine Viertelstunde Zeit. Kurze Fragen ermöglichen kurze Antworten. In dem Sinne, Frau Demirbücken-Wegner, Sie haben das Wort. Bitte schön. Jetzt, okay. Ja, ich frage den Senat. Vor dem Hintergrund, dass die Frist zur Einreichung der Namenslisten für die Anmeldung der Schüler zur Sommerschule mit gerade einmal 4 Werktagen extrem kurz gesetzt wurde und vielen Schulen angesichts des Mehraufwands fristgerechte Abfrage nicht möglich war, plant der Senat eine Fristverlängerung und wenn ja, um wie viele Tage oder Wochen? Frau Senatorin Schierens, Sie haben das Wort, bitte. Ja, sehr geehrte Frau Demirbücken-Wegner, also zum einen, glaube ich, ist es ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass wir von Anfang an im Rahmen der Pandemie Sommer-, Herbst-, Winterschulen angeboten haben. Und den Schulen ist es schon länger bekannt, dass auch in diesem Jahr wieder Sommerschulen stattfinden. Also für mich ist es ganz klar, wenn jetzt noch Nachmeldungen kommen, und Plätze sind frei, dass wir diese definitiv ablehnen werden. Und wenn wir feststellen, dass die Frist zu kurz gesetzt ist und dass zu wenig Anmeldungen reinkommen, sehe ich überhaupt gar kein Problem, auch hier die Anmeldefrist zu verlängern. Frau Abgeordnete, Sie haben die Möglichkeit der Nachfrage. Bitte. Frau Senatorin, könnten Sie vielleicht konkretisieren, was Nachmeldungen mit Blick auf Frist bedeutet und von vielen teilnehmenden Schülerinnen und Schülern geht der Senat aus und wie gedenkt er die Differenz zum eigentlichen Bedarf von ca. 50.000 bis 60.000 Schülerinnen und Schüler zu decken? Das waren jetzt 3 Fragen. Frau Senatorin, bitte schön. Ja, sehr geehrte Frau Demirbücken-Wegner, ich bin davon überzeugt, dass es sehr, sehr gut war, wirklich in allen Ferien diese Schulen anzubieten. Wir haben ja die Sommerschulen, wir haben aber auch zusätzliche Ferienschulen auch für Schülerinnen und Schüler aus Willkommensklassen. Es gibt ja unterschiedliche Angebote und es ist gelungen, glaube ich, so in den letzten Ferien 20.000 Schülerinnen zu erreichen. Ich finde, dass das sehr erfolgreich ist. Wir wollen jetzt auch, also ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, mehrere tausend Schülerinnen und Schüler erreichen. Und ich meine, wir gehen ganz pragmatisch vor. Also jetzt gar kein großes Drama rausmachen, wenn sie anmelden und die Frist ist vorbei und wir haben Plätze, dann kriegen die ihren Platz. So, und bei uns gibt es ja die Stelle, die sich damit beschäftigt. Und wenn wir jetzt feststellen, dass zu wenig Anmeldungen da sind, dann verlängern wir die Frist. Also ich sehe das völlig pragmatisch und es geht um die Kinder und die Jugendlichen, dass die eine Förderung in der Sommerschule erhalten. Die zweite Nachfrage geht an Frau Abgeordnete Kittler. Vielen Dank. Ja, dann möchte ich schieben. Es geht ja nicht bloß um Sommerschule. Gibt es denn eine Vorbereitung für die Schwimmlernkurse in den Sommerferien und für weitere Freizeitangebote? Frau Senatorin, bitte schön. Ja, sehr geehrte Frau Kittler, wir wollen ja, das hatten wir ja berichtet, wir mussten ja leider, ich glaube, in den Osterferien diese Schwimmbahnen, das fand ich sehr schade, aber das ging pandemiebedingt
nicht und wo wir in dem Zusammenhang auch ausgesprochen haben, dass wir diese Kurse auch in den Sommerferien anbieten wollen, weil es ist uns sehr, sehr wichtig, dass Kinder ihr Seepferdchen machen, ihr Bronzeabzeichen, also dass Kinder schwimmen lernen, weil Schwimmen ist, ja, ich sag mal, es ist schwierig, wenn wir sehen, dass es Baden. Schwimmen zu lernen ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Bereich und wir konnten ja auch die Nichtschwimmerquote auch drücken. Also wir sind da auch sehr erfolgreich, indem wir eben diese Programme aufgelegt haben, nicht erst seit Corona, dass wir eben kostenlose Schwimmkurse in den Ferien super gut auch in Anspruch genommen werden. Wir haben sehr viel Freude, führen das wirklich sehr professionell durch. Da möchte ich mich recht herzlich bedanken und ich gehe davon aus, dass die Schwimmkurse auch wieder sehr, sehr gut belegt sein werden in den Ferien. Und natürlich ist es auch so, dass die, also Sie meinten ja auch Ferienangebote, dass die Jugendverbände oder andere Organisationen in den Vorbereitungen der Angebote für die Sommerferien ja auch unseren Ferienpass und oder auch das Angebot, das der regierende Bürgermeister ausgesprochen hat, dass die Kinder umsonst auch schwimmen dürfen in den Ferien. Also all diese Dinge. Wir wollen, dass unsere Kinder und Jugendliche wirklich eine ganz tolle Sommerphase, tolle Sommerferien haben und Angebote hier in Berlin. Und da arbeiten alle mit voller Kraft dran, weil die letzten Monate waren absolut nicht einfach für die Kinder und Jugendlichen. Und sie sollen die Ferien genießen können. Vielen Dank. Kommen wir zur nächsten Frage. Herr Abgeordneter Wesener, Sie haben das Wort. Bitte schön. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Auch mich interessiert das Thema Schule, konkret der sogenannte Schulversuch hybride Schule. Mich würde insbesondere interessieren, welche Ziele verfolgt der Senat? Wir können daran teilnehmen. Bitte schön. Frau Präsidentin, Herr Abgeordnete, ja, Sie sprachen gerade es an, dass wir einen Schulversuch ermöglichen. An diesem Schulversuch können 11 Schulen teilnehmen. Wir wollen es aber auch noch in den, ja, es sind 2 Schuljahre unter Pandemiebedingungen unterrichten, lernen, gestalten, digital, aber auch in halben Klassen und in unterschiedlichen Formen. Und unser Ziel ist es, eben auch aus dieser Zeit zu lernen und positive Lernansätze einzelner Schulen rauszufiltern, die man dann auch für die Zukunft nutzen kann. Deswegen auch dieses Projekt gemeinsam wissenschaftlich begleitet. Nicht nur um den digitalen Lernen, sondern es ist viel umfangreicher auch konzipiert, dass man in den Blick nimmt, so den Bereich, wie sah die Feedback-Kultur, Implementierung von lernbegleitenden Formen oder auch Bildungsgemeinschaften. Also es war ja auch ein ganz anderes Arbeiten, Lehrer, Schüler, Eltern, also wie diese stattgefunden hat, neue Kommunikation in diesem Bereich, das der Lernraum, all diese Dinge. Und es geht darum, ja, also Lerngemeinschaften zu professionalisieren. Also wie kann man das alles gestalten? Also die positiven Erfahrungen zu nutzen und in der Zukunft anzuwenden. Darum geht es in diesem Versuch. Sie haben die Möglichkeit der Nachfrage. Bitte schön. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Senatorin. Womöglich noch ausgeweitet wird. Können Sie denn schon sagen, wie man sich als Schule bewerben kann, beziehungsweise welchen Anforderungen die Teilnahme an diesem Schulversuch unterliegt? Frau Senatorin, bitte schön, Sie haben das Wort. Ich gehe davon aus, dass man sich schriftlich bewerben kann. Also, weiß ich, aber das ist sicherlich. Und die Schulen sind informiert worden, so wie das oftmals ist. Aber das kann ich gerne noch mal nachreichen. Vielen Dank. Eine zweite Nachfrage sehe ich nicht. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Frau Abgeordnete Fuchs, Sie haben das. Jetzt.
Wunderbar. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich frage, welche Vorstellungen gibt es bei der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales zur Fortführung der Nacht der Solidarität, das heißt der Straßenzählung? Ja, vielen Dank. Wir haben ja gerade die 5. Strategiekonferenz zur Wohnungslosenhilfe. Frau Abgeordnete, da war das auch Thema. Die Erfahrungen der ersten Straßenzählung, also der Nacht der Solidarität, bei der gezählt sein hat. Und damit wir auch anhand der Daten erkennen, wo wir nachsteuern müssen, hatte stattgefunden. Sie konnte denn pandemiebedingt, konnte die zweite nicht stattfinden. Aber eine Erfahrung war eben, dass es ein unglaubliches zivilgesellschaftliches Engagement dieser Nacht der Solidarität und vor diesem Hintergrund haben wir gesagt, wir würden auch gerne diese Aktion der Zivilgesellschaft übergeben. Die Stadtteilzentren, die Freiwilligenagenturen hatten da ja unglaublich viel Anteil dran. Organisatorisch und auch inhaltlich vorbereiten. Bei dem inhaltlich sage ich, wir hatten bisher eine Arbeitsgruppe organisiert und auch geleitet von Frau Professor Dr. Gerüll, die das auch weitermachen wird mit ihrer Arbeitsgruppe. Also auch hier findet die Begleitung statt. Die werden das jetzt muss ich denn diese Nacht der Solidarität irgendwann auch über den Haushalt finanzieren zu lassen, weil es ist tatsächlich ja auch unsere Aufgabe, hier entsprechende Daten zu haben und vorsteuern zu können. Wir hatten gestern eine Websession zu diesem Thema. Da hat der VSK seine Vorstellung vorgestellt. Mehr sein sollte, was wir alle hoffen und die Leute auf der Straße sehen können, wird es denn die zweite Straßenzählung geben. Im Sommer, die erste war im Winter. Wir hatten ja auch damals gesagt, dass wir das abwechselnd machen wollen. Frau Abgeordnete, Sie haben die Möglichkeit der Nachfrage, bitte. Ja, vielen Dank. Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie das Konzept rausgegeben haben. Frau Senatorin, bitte schön. Ja, das ist ja jetzt wieder so eine neue These, die Beteiligung der wohnungslosen Menschen sicherstellen. Es waren tatsächlich von Anfang an wohnungslose Menschen. In dem Bereich der wohnungslosen Menschen, also beziehungsweise der Betroffenen selbst. Das heißt, jetzige Wohnungslose oder auch ehemalige Wohnungslose, unterschiedliche Positionen. Damit ist schwer umzugehen. Es gibt auch nicht irgendwie gewählte Da werden wir einfach weiter ringen müssen und werden darüber weiter diskutieren müssen. Ich kann nur sagen, ich möchte gerne, dass die Betroffenen daran beteiligt sind und dass wir gucken, wie wir das machen. Ich möchte ungern die Frage diskutieren, ob wir das machen, was hier einige Betroffene gerne hätten. Ich würde es gerne ausprobieren, die Daten auswerten und dann werden mal an Erfahrungen aus anderen Ländern, unter anderem auch Paris, die mit diesen Daten sehr gut arbeiten können. Vielen Dank. Eine zweite Nachfrage sehe ich nicht. Kommen wir zur nächsten Frage. Herr Daniel Buchholz, Sie haben das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich möchte gerne noch mal auf den möglichen Ankauf von 20.000 Wohnungen Preisvorstellungen. Ist es richtig, dass dort nur zum Ertragswert/Verkehrswert gekauft werden wird und damit keine zusätzlichen Belastungen für die städtischen Wohnungsbaugesellschaften entstehen werden?
Herr Abgeordneter, ja, das ist so beabsichtigt. Ich habe auf der Pressekonferenz, die im Roten Rathaus stattgefunden hat, habe ich gesagt, dass das die Geschäftsgrundlage ist. Ich habe hier im Haus auch an vielen anderen Stellen davor gesagt, also in großer Menge auch der Erwerb zum Ertragswert oder zumindest ungefähr zum Ertragswert eine große Bedeutung hat, weil es eben sonst nicht in großen Maßstäben getan werden kann. Daraus ergibt sich auch, dass das zum Ersten keine Mittel aus dem Haushalt erfordert und zum Zweiten, dass das auch von den Wohnungsunternehmen, wenn man sich denn verständigen kann, dass das auch von denen gestemmt wird. Herr Abgeordneter, Sie haben die Möglichkeit der Nachfrage, bitte. Heißt das, wenn der Ertragswert zugrunde gelegt wird, dass dabei auch der zukünftige Sanierungsbedarf der Wohnungen berücksichtigt wird? Das heißt, die echten Kosten und nicht bloß die Einnahmen berücksichtigt werden in der Zukunft. Herr Senator Kollatz, bitte schön. Also für die Ertragswerte relativ einschlägige Verfahren. Und bei den einschlägigen Verfahren ist es, dass tatsächlich die Einnahmesituation oder der sogenannte Kapitalwert oder Barwert der Einnahmesituation ist erstmal das Wichtigste. Das Zweite ist aber, es muss sowohl der Zustand wie die Verschuldungssituation der Immobilie einbezogen werden. Und natürlich spielt auch der Grundstückswert eine Rolle. Also insofern ist es so, jawohl, das spielt eine Rolle, weil bei dem Thema Zustand, der Zustand der Immobilie ist das, was Sie fragen wollen. Die zweite Nachfrage geht an Frau Abgeordnete. Ja, vielen Dank. Ich würde auch gerne noch mal nachhaken. Sie haben jetzt quasi Andeutungen gemacht, dass die Instandsetzungsbedarfe in den Ertragswert mit einfließen. Aber können Sie denn garantieren, dass all die systematisch unterlassene Instandhaltung der letzten Jahre plus die asbesthaltenden Bestände wirklich in den Preis mit einfließen? Können Sie das ganz klar heute hier benennen, dass das garantiert ist? Und inwiefern trägt sich das mit dem Gesamtkonzept mit den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, die ja anderen Dingen auch große Herausforderungen zu stemmen haben? Frau Präsidentin, Frau Abgeordnete, auf diese Frage antworte ich gerne. Im Jahr 2020 hatte ich hier permanent die Frage, ob ich garantieren kann, dass der Flughafen genau dann und dann eröffnet und weder einen Tag früher noch einen Tag später. Ich habe da immer gesagt, Leute, das ist Work in Progress, aber wir zielen darauf, genauso ist es hier. Wir stehen am Anfang eines Prozesses und insofern ist es so, jawohl, das ist die Absicht, aber eine Garantie wird niemand, der vernünftig ist, abgeben, bevor er nicht die Situation kennt und beurteilen kann. Wir werden aber darüber natürlich Transparenz herstellen und ich weise mal darauf hin, dass auch aus Ihrer Fraktion Interesse gerade vom Kotti nimmt, Wohnungen zu erwerben, wo diese Voraussetzungen genau nicht erfüllt waren. Und wenn es zu einer solchen Situation käme, was ich nicht weiß, wird man abwägen müssen, ob das strategische Interesse hier überwiegt. Und deswegen werde ich das nicht garantieren, auch gerade in dem Interesse von dem, was Ihre Fraktion vielfach vorgetragen hat. Vielen Dank, verehrte Abgeordnete. Damit ist die Frage beendet. Und wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 3. Das sind die Prioritäten. Ich rufe auf die laufende Nummer 3.1. Das ist die Priorität der Fraktion der SPD mit dem Tagesordnungspunkt 5. Vorlage zur Beschlussfassung, Drucksache 19-3728. Drittes Gesetz zur Änderung des Zweckentfremdungsverbotgesetzes. Und ich eröffne die erste Lesung der Gesetzesvorlage. In der Beratung beginnt die Ratsivil. Bitte schön, Sie haben das Wort. Das Thema.